würde sagen, er hat sehr viel richtig gemacht. Ja. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass es nicht so eine Panik davor haben soll, was sein Plan B ist. Okay. Weil ich glaube, ich bin an sich schon ein Mensch, der so eine Sicherheit braucht. Und einer der Gründe, warum ich auf 10 Hochzeiten gleichzeitig tanze, YouTube, Twitch, keine Ahnung, irgendwie alles mache so, ist auch einfach, dass ich mir immer denke, okay, wenn eine Sache einstürzt, dann habe ich ja noch ganz viel. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was mir super viel gebracht hat, aber diese kleine Panik im Kopf, die war auch bei mir. Und deswegen kann ich jedem da draußen sagen, dass ich auch denke, hey, ich mache das nicht, weil ich habe Schiss. Probier es einfach. Es ist nicht so, als wären wir in einer Gesellschaft, wo du, wenn du mit, sagen wir mal, ich bin jetzt 26 und ich hätte dieses Influencer-Ding komplett gegen die Wand geknallt einfach und traue ich mir schon zu oder hätte ich mir zugetraut, dann ist es nicht so, dass du am Ende bist, so, sondern du bist wieder am Anfang. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist ja nicht so, als würden wir nur arbeiten, bis wir 40 sind.